Hallo, die Fans, Sigo Anich hier. Ich bin zurück. Ich bin froh, hier wieder zu sein. Und ich hoffe, wir haben Spaß dieses Jahr zusammen. Igor, erzähl uns was über deinen Spitznamen. Ich habe mehrere Spitznamen durch die Jahre bekommen. Einige nennen mich Iggy, weil es kommt auch natürlich aus Igor. Und in Gummersbach war das Anna, weil es kommt von Anic. Und eigentlich habe ich keine feste Spitzname. Die Trikot Nummer 19, hat das einen Grund? Warum hast du die Nummer 19? Ich war hier mit dem ersten Mal mit der Nummer 9. Das ist mein Vaters Nummer, er hat auch mit der Nummer 9 gespielt. Und überall, wo ich könnte, habe ich mit den 9 gespielt. Und hier, weil die 9 war schon besetzt, dann habe ich die 19 bekommen. Das ist auch eine schöne Nummer. Wenn dir neben dem Handball noch ein bisschen Zeit bleibt, dann hast du ein ganz spezielles Hobby. Was machst du da gerne? Ja, ich zeichne gerne die letzten Zeit viel Karikaturen, aber eigentlich mache ich alles. Aber die Karikaturen sind etwas, was mir Spaß macht, weil es ist lustig. Und wenn die Leute die Karikaturen ansehen, dann sind die immer sehr glücklich. Und das ist, was ich versuche zu finden. Ich habe gelesen, dass du gerne Mannschaftskameraden karikatierst. Wen würdest du jetzt als erstes aus deinem Team dir vornehmen? Da muss ich eine ganz einfache auswählen, dass es schnell geht. Vielleicht Dule oder Kanye, ich weiß nicht, mal sehen. Du kennst den THW jetzt, auf was freust du dich am meisten, wenn du jetzt zurückkommst? Ich sehe, viele Leute sind immer noch da, die hier waren vor 5 Jahren, und das freut mich, die Leute zu sehen. Und ich bin sehr glücklich und sehr froh, auch die Fans wieder zu sehen, diese tolle Halle und diese tolle Stimmung hier. Danke dir.